So, ja, einen wunderschönen guten Morgen und ein recht herzliches Willkommen zum heutigen Webinar Ego Secure Data Protection mit Avira Antivirus. Mein Name ist Michael Moll und zwar habe ich heute mit dabei ein paar Gastsprecher. Das ist einmal der Herr Christian Kröger von der Helmich IT Security, der Herr Thomas Schmidt und der Herr Daniel Döring von Ego Secure selbst. Und ich werde heute hier so ein bisschen die moderative Rolle übernehmen. Dann frage ich doch einfach mal direkt in die Runde, vielleicht Herr Kröger vorneweg. Können Sie mich hören, Herr Kröger? Sind Sie da? Ja, ich bin da und ich höre Sie sehr gut. Guten Morgen. Wunderbar, das klappt soweit. Dann gehen wir gerade weiter. Herr Schmidt, ich glaube, bei Ihnen müsste es auch funktionieren. Das Audio ist hervorragend, auch von meiner Seite. Guten Morgen. Wunderbar. Und dann noch den Herrn Döring, dann denke ich, müsste das Ja, auch ebenfalls auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. gut, legen wir direkt los mit der Agenda für heute. Ich werde ein paar Punkte vielleicht zunächst aus der Sicht der Avira sagen, und zwar welche Produkte unterstützt werden und auch ein bisschen was zum Pricing. Wie der Titel des Webinars ja schon mutmaßen lässt, ist Avira Antivirus mit der Ego Secure Management Plattform verwaltbar. Der Herr Döring wird da im Weiteren ein Stück weit näher drauf eingehen, wie das auch aussieht. Und alles Weitere klärt sich dann auch direkt während des Webinars. Gut, sollten soweit von Ihrer Seite aus keine Fragen sein, würde ich einfach direkt mal mit den einzigen zwei Slides loslegen, die ich hier mitgebracht habe. Und zwar, wenn es um unsere Produkte geht, welche Produkte werden überhaupt unterstützt durch diese Partnerschaft, beziehungsweise welche Produkte können mit der Ego Secure Data Protection überhaupt verwaltet werden. Das sind selbstverständlich unsere neuen Produkte und Bundles der Version AV15, sprich hier einmal für Client-Betriebssysteme Avira Antivirus Pro Business Edition und für Server-Betriebssysteme Avira Antivirus Server. Und aus diesen beiden Produkten bilden sich dann die Bundles Avira Antivirus for Endpoint und Avira Antivirus for Small Business. Die Antivirus for Small Business beinhaltet zusätzlich noch unsere Avira Exchange Security. Hier der besondere Vermerk, dass diese nicht über die Ego Secure Data Protection verwaltbar ist. Dementsprechend werden nicht unterstützt unsere Produkte der Version AV14, also Avira Professional und Server Security, sowie die Legacy Bundles, Endpoint Security und Small Business Security Suite. Zum Pricing, wie sieht es mit dem Preis aus? Für die Nutzung fallen selbst keine Kosten an. Das heißt, wir als Avira übernehmen die Kosten für die Nutzung der Management-Plattform und auch die Preise unserer Bundle- und Standalone-Lösungen ändern sich dabei nicht. Das heißt, hier ändert sich preislich überhaupt nichts. Ganz wichtig dennoch, wenn Sie noch auf einem alten Produkt sein sollten, der AV14, das nicht kompatibel ist, ist natürlich ein Lizenz-Upgrade oder auch oder eine Verlängerung beispielsweise notwendig, um einfach auf dieses kompatible Produkt oder auf eine kompatible Lösung zu wechseln. Und dafür fallen natürlich die ganz normal üblichen Kosten der Upgrades und Verlängerungen an. Das sind aber normale Kosten, die unabhängig der Nutzung der Management-Konsole sind. Die heißt, würden auch so oder so anfallen, wenn man ein Lizenz-Upgrade oder eine Lizenzverlängerung durchführt. Gut, das vielleicht nur zu Beginn von meiner Seite. Dann würde ich auch direkt an den Herrn Daniel Döring übergeben und dazu übertrage ich hier einmal die Moderatorenrechte. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Wie gesagt, nochmal einen schönen guten Morgen. Zur Information, die Ego Secure Version 12.3 wurde mit der zentralen Verwaltung von Avira Antivirus im Januar diesen Jahres released. Und seitdem haben wir einiges interessantes Feedback erhalten, das dann auch zukünftig seitens Ego Secure und auch Avira in die Weiterentwicklung der Produkte mit einfließen wird. Generell stellt sich natürlich immer am Anfang die Frage, wie kann ich denn einen Einblick in die entsprechende Lösung von Ego Secure bekommen, um die zentrale Verwaltung von Avira vorzunehmen? Was benötige ich denn dafür? Aus diesem Grund sehen Sie erstmal meinen Browser mit der geöffneten Webseite von Ego Secure.
Und wenn Sie die aktuelle Version herunterladen möchten, gehen Sie bitte folgenden Weg, nachdem Sie die egosecure.com-Webseite aufgerufen haben. Wählen Sie den Business-Bereich für die Corporate Data Protection aus. Anschließend öffnet sich unsere Webseite und Sie sehen hier oben rechts schon den Hinweis jetzt kostenlos testen. In diesem Download-Portal haben Sie dann die Möglichkeit, direkt die Testversion für Geschäftskunden herunterzuladen. Nach einer kurzen Registrierung wird dann auch sofort der Download vorgenommen. Für spätere Bestandskunden oder auch bestehende Partnerverbindungen gibt es dann auch den Bestandskunden-Download, der das Ausfüllen dieses Formulares nicht mehr benötigt. Nach dem Ausfüllen des Formulares wird an der Stelle dann auch alles zur Verfügung gestellt, was die Installation von EgoSecure anbelangt. Das heißt, die Installationsroutine finden Sie dann im Download-Paket, entsprechende Handbücher und Hinweise auch an der Stelle, sodass Sie direkt auch starten können. Seitens Avira können Sie, wie Sie schon gewohnt sind, dann auch Avira Antivirus herunterladen über das Download-Portal von Avira. Und als einzige weitere Drittsoftware, die Sie benötigen, ist hier noch der Bezug eines SQL-Servers erforderlich. Wenn Sie bereits schon einen installiert haben, können Sie diesen auch dann für die Datenbank von EgoSecure weiter verwenden. Wir unterstützen alle Microsoft SQL Server und MySQL Version 5 und höher. Aber es ist auch die kostenfreie Version des Microsoft SQL Server Express hier in dem Fall, wie Sie sehen, 2017 auch unterstützt. Nachdem Sie diese Komponenten soweit heruntergeladen haben, können Sie mit der Installation beginnen. Die Installation der EgoSecure Server Komponente ist binnen weniger Minuten und Schritte erledigt. Das Einzige, was Sie hier angeben müssen während der Installation, sind entsprechende Zugänge zu Ihrem SQL Server. Wenn Sie Active Directory, Novell eDirectory oder Open LDAP einsetzen, dann auch den Zugang zu Ihrem primären Domain Controller oder auch weiteren Domain-Controllern. Und anschließend kann die Installation der EgoSecure-Server-Komponente vorgenommen werden. Auf unserem YouTube-Channel, den Sie erreichen unter youtube.egosecure.com, gibt es da auch die Möglichkeit, entsprechende Tutorials anzuschauen, wie unter anderem nicht nur die zentrale Verwaltung von Avira, sondern auch die Installation der EgoSecure Data Protection, was hier binnen weniger Minuten, also 5 Minuten sogar auch aufgezeigt wird. Da wird einmal komplett die Installation Ihnen vorgeführt. Aber wir wollen ja nun soweit live sehen, wie die Verwaltung von EgoSecure im Bereich Avira Antivirus aussieht. Und hier sehen Sie die EgoSecure Management Konsole. Diese Management Konsole ist eine ausführbare Datei. Das heißt, wenn ich die Management Konsole als berechtigte Person, die Verwaltung kann mandantenfähig beziehungsweise auch anhand von administrativen Rollen auch weiteren Personen zur Verfügung gestellt werden. Wenn ich hier die Konsole an einem anderen Rechner ausführen möchte, dann kann ich das über diese ausführbare Datei vornehmen. Das heißt, ich muss keine Verbindung jedes Mal zum Serverbetriebssystem aufbauen, um die Verwaltung von EgoSecure beziehungsweise Avira Antivirus vornehmen zu können, sondern ich kann einfach diese ausführbare Datei, wenn ich dazu berechtigt bin, die Verwaltung vornehmen zu dürfen, dann auch von meinem Rechner starten. Das ist die Hauptoberfläche zur Verwaltung. Auf der Client-Seite, um entsprechende Statis über Avira Antivirus erfahren zu können, ist der Client installiert von Avira Antivirus oder wenn man auch den Client ausrollen möchte, ist erforderlich, dass Sie den sogenannten EgoSecure Agent auf den jeweiligen Zielsystemen installieren. Dieser EgoSecure Agent ist relativ klein gehalten, kann mittels MSI-Paket entweder direkt von der Konsole oder auch über jede Softwareverteilungsmöglichkeit ausgerollt werden. Und dieses Tracking, das Sie jetzt neben der Uhr sehen, das kann auch ein- oder ausgeblendet werden. Hier gibt es beispielsweise auch noch die Möglichkeit, weitere Schutzmaßnahmen von EgoSecure sich anzeigen zu lassen als User. Wenn das nicht gewünscht ist, können Sie in den Einstellungen für das MSI-Paket dann auch beispielsweise das Tracking ausblenden. Sobald der Client installiert ist, sehen Sie den jeweiligen Schutzstatus von Avira Antivirus in der Management-Konsole im Bereich Installation, was Sie hier sehen können, unter Avira Antivirus. Sie sehen hier nach der vorgenommenen Synchronisation Ihres Active Directory, Novell eDirectory, Open LDAP, dann auch alle UUs-Gruppen und Benutzer, in denen sich dann auch die jeweiligen Rechner verbirgen.
Oder auch das, beziehungsweise und oder sogar das eigene Directory. Das eigene Directory von Ego Secure bietet die Möglichkeit, dass Sie auch Standalone-Rechner verwalten können, wenn Sie im Netzwerk angebunden sind an den Ego Secure Server. Das heißt, sobald auf einem Rechner, der nicht in der Domäne Mitglied ist, der Ego Secure Agent installiert wird und das sogenannte eigene Directory von Ego Secure aktiviert ist, tauchen diese Objekte dann auch in dieser Struktur auf. Und Sie können hier auch multidomänfähig die entsprechenden Systeme dann verwalten. Sie sehen hier schon einige Systeme auf der rechten Seite unter Installation und Verwaltung. Hier sehen Sie meinen Computer, auf dem bereits beispielsweise schon Avira Antivirus installiert wurde. Sollte dies noch nicht der Fall sein und Avira Antivirus ist nicht installiert, dann können Sie dies auch zu jeder Zeit nachholen, indem Sie einfach mit der rechten Maustaste auf das jeweilige System gehen und dann an der Stelle sagen, Antivirus installieren. Sie sehen auch beispielsweise, wenn gewisse Schutzmaßnahmen noch nicht aktiviert wurden, wie hier beispielsweise an diesem Rechner wurde die Windows Firewall nicht über Avira verwaltet, dann sehen Sie an dieser Stelle auch die entsprechenden Statis. Im oberen Bereich sehen Sie neben dem Rechnernamen, wie schon erwähnt, ob der Avira Antivirus Client installiert ist, mit welcher Version er ausgestattet ist, wann die letzte Systemprüfung stattgefunden hat, wann das letzte Mal die Antivirendefinitionen abgeholt wurden, also die Virensignaturen und die Information der VDF-Version. Möchten Sie entsprechende Module von Avira Antivirus aktivieren oder auch im Nachhinein deaktivieren, können Sie dies ebenfalls direkt über die Konsole machen. Ich mache das jetzt einfach mal im Bereich Firewall, dass ich sage, Avira soll nicht mehr die Windows Firewall zentral verwalten. Und dann deaktiviere ich einfach mal hier an der Stelle die Firewall und siehe da, man sieht dann auch schon, dass Windows anmeckert, dass die Windows Firewall nicht aktiviert ist. Damit ich den Schutzstatus wieder habe, aktiviere ich einfach an der Stelle wieder über die Konsole die Verwaltung der Windows Firewall über Avira Antivirus und dann habe ich auch an der Stelle wieder diesen Schutzstatus hergestellt. Natürlich ist es nicht nur möglich, dass Sie die entsprechenden Schutzmodule verwalten können. Nein, Sie können auch weitere Aktionen starten. Wenn beispielsweise aus irgendeinem Grund noch nicht die Virensignaturen geupdatet wurden, können Sie dies hier zentral anstoßen, dass die entsprechenden Clients, die Sie ausgewählt haben, sich nun die neuen Virensignaturen direkt aus dem Internet oder über den Avira Mirror an der Stelle beziehen. Sie können auch an der Stelle sagen, welche Virenscans on demand vorgenommen werden. Das heißt, ich kann hier zentral sagen, okay, lieber Ego Secure Server, gib bitte dem Avira Antivirus Bescheid, dass jetzt der Scan von meinen Dokumenten vorgenommen werden soll an diesem Rechner. Dann starte ich einfach diesen Job über die Konsole und kurze Zeit später sehe ich dann auch schon an der Stelle den Luke Filewalker, der jetzt dann auch an dem Rechner die Dokumente durchscannt. Entsprechende Informationen, wie die Virenscans verlaufen sind, wann sie abgeschlossen wurden bzw. gestartet wurden und ob entsprechende sicherheitskritische Funde vorgefallen sind, das finden Sie hier unter Protokoll. Das heißt, Sie sehen auch zu jeder Zeit, was ist da genau passiert und können beispielsweise auch direkt nach den Ereignissen filtern, sodass Sie sagen können, okay, mich interessieren an der Stelle nur Funde. Wurde an diesem Rechner beispielsweise schon ein Virus gefunden, dann möchte ich über diese Ansicht das dann auch einsehen können. Wie Sie über E-Mail-Benachrichtigungen darüber informiert werden, zeige ich im weiteren Verlauf. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine zentrale Einsicht aller Rechner zu sehen, welche Tätigkeiten soweit vorgenommen wurden. Aber wie gesagt, an der Stelle auch direkt auf den Rechner möglich, dass Sie entsprechende Informationen über das Verhalten von Avira Antivirus über die Ego Secure Konsole erhalten. Weiter können Sie auch hier entsprechend im Nachhinein Avira Antivirus deinstallieren, wenn Sie den Rechner mal zeitweise beispielsweise von dem Virenscanner befreien müssten. Und Sie können auch gewisse Scan-Jobs per Scheduler so definieren, dass sie zu gewissen Zeitpunkten automatisiert gestartet werden. Damit Sie die Push-Installation, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, an Systemen, die noch kein Antivirus von Avira installiert haben, vornehmen können, ist es erforderlich, dass Sie hier nach dem Download, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, von Avira Antivirus dann auch diese Installationsdatei in der Konsole von Ego Secure hinterlegen. Das können Sie relativ einfach machen. Wählen Sie einfach über Durchsuchen die Installationsdatei aus,
gehen Sie dann an der Stelle auf Öffnen und dann, wenn noch nicht der Fall es gewesen ist oder auch im Nachhinein ein Update eingespielt werden soll, wird dann auch diese Installationsdatei direkt hochgeladen in die Serverkomponente von Ego Secure. Auch den OTC von Avira können Sie an der Stelle hier unter Installation, Installationseinstellungen hinterlegen und sehen dann auch anschließend Ihre Lizenzinformationen. So, das ist zum einen erstmal die Installation. Wie erwähnt, ist es natürlich auch interessant, gewisse Aktivitäten wie beispielsweise den Scheduler zentral verwalten zu können. Diese Einstellungen finden Sie unter den Produkteinstellungen. Hier im Bereich Scheduler haben Sie die Möglichkeit zu wählen, wie diese Scan-Vorgänge ausgestartet werden sollen und wann sie dann auch gestartet werden sollen. Unter Konfigurationsprofile können Sie mehrere Profile erstellen, in denen Sie die entsprechenden Schutzmaßnahmen von Avira Antivirus dann auch so konfigurieren, wie es bei Ihnen vonnöten ist. Sämtliche Einstellungen, was den Avira Antivirus Client betrifft, können Sie hier dann auch an der Stelle mitgeben, wie beispielsweise das Verhalten des Systemscans, Echtzeitscans, die Update-Einstellung können Sie hier hinterlegen, den Webschutz und Mailschutz. Sowie auch weitere Einstellungen, wie beispielsweise das Thema des Anti-Phishing bzw. des zentralen Verwalten von der Windows Firewall. Und auch den Passwortschutz, das ähnlich wie auch über das MSI von Ego Secure einstellbar, auch der Avira Client mit einem Passwort geschützt werden kann. Diese Konfigurationsprofile können Sie dann auch auf die einzelnen Systeme in der Installation hinterlegen, sodass dann bei der Installation schon diese Standardprofile oder auch weiteren Konfigurationsprofile mitgegeben werden. Wie vorhin erwähnt, im Bereich Auswertungen können Sie auch für das ganze Unternehmen, für alle Systeme, die mit Ego Secure und Avira Antivirus ausgestattet wurden, einsehen, inwieweit entsprechende Vorfälle vorgefallen sind. Hier sehen Sie den Rechner. Namen, was genau hier passiert ist, welche Daten da entsprechend konfrontiert wurden mit diesen Vorfällen und um was es sich für eine Bedrohung gehandelt hat. Das sehen Sie unter Auswertung für alle Systeme. Und damit Sie nicht jedes Mal in die Managementkonsole von Ego Secure hineinschauen müssen, gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie sich per E-Mail über solche Vorfälle informieren lassen können, beziehungsweise auch SNMP-Traps an andere Systeme übermitteln können. Hier ist es so, dass Sie im Vorfeld unter Mailproxy und andere die entsprechenden Informationen für Ihren SMTP-Server hinterlegen können. Und in den Produkteinstellungen ist es dann hier im Intellect-Bereich Regel Client möglich, dass Sie die entsprechenden Informationen dann auch per E-Mail an entsprechende Personalien senden können, beziehungsweise per SNMP-Trap auch an andere Systeme übergeben können, wie beispielsweise SIEM-Anwendungen oder auch Ähnliches. Nicht nur bei Virenfund, sondern auch beispielsweise, wenn hier gewisse Update-Stände etwas älter sind, dass Sie darüber auch informiert werden, wenn ein Rechner beispielsweise nach einer gewissen Zeit, in der offline gewesen ist, wieder zurück ins Unternehmen kommt. Wie erwähnt, gibt es hier auch die Möglichkeit, dass Sie die Verwaltung untereinander aufteilen können. Hier gibt es die Möglichkeit, dass Sie administrative Rollen definieren können und diese dann auch entsprechenden Administratoren zur Verfügung stellen, sodass auch einzelne Administratoren gewisse Mandanten verwalten können, denn Ego Secure ist ja mandantenfähig, oder auch gewisse Teilbereiche zur Verwaltung zur Verfügung gestellt bekommen. Hier beispielsweise, dass auch gewisse einzelne Rechner verwaltet werden können, wäre auch ebenfalls möglich. Die Mandanten können Sie frei nach Ihren Strukturen auch anlegen. Und die Kommunikation kann auch so gestaltet werden zwischen kleinen Servern, dass Sie auch eine Multi-Server-Fähigkeit haben. Das heißt, Sie können auch einen weiteren Ego Secure Server für Load Balancing oder Höchstverfügbarkeit beziehungsweise auch für HTTPS-Alias für die Kommunikation mit Clients, die über HTTPS angebunden werden, also im Internet stehen beispielsweise, gibt es dann auch hier entsprechend die Möglichkeit der zentralen Verwaltung und der Lastenverteilung bzw. Höchstverfügbarkeit für den Ego Secure Server.
Die Synchronisation, wie erwähnt, kann hier an dieser Stelle auch direkt vorgenommen werden. Auch bei Scheduler können Sie einen Abgleich zu jeder Zeit vornehmen lassen, dass Sie hier immer die Datenbank von EgoSecure auf dem aktuellsten Stand zu Ihrer Verzeichnisstruktur, also Ihrem Active Directory, Novell eDirectory oder auch Open LDAP haben. Und wie erwähnt, können Sie auch weitere Domain Controller bzw. Domains an dieser Stelle anbinden. Und so einfach sieht die Verwaltung von Avira Antivirus im Zuge der EgoSecure Management Konsole aus. Sie haben hier, wie gesagt, sämtliche Möglichkeiten, zentral nicht nur Avira Antivirus verwalten zu können, sondern auch entsprechende Statusinformationen zum einen direkt in die Konsole mit übertragen zu bekommen oder auch per E-Mail versandt. EgoSecure bietet natürlich noch deutlich mehr an sogenannten Modulen für entsprechende Schutzmaßnahmen wie Zugriffskontrolle oder auch wie Verschlüsselungsthemen oder auch Protokollierungsmaßnahmen. Wenn dies von Bedarf ist, haben entsprechende Kunden den Vorteil, dass einfach eine Lizenzinformation, eine Lizenzdatei bzw. ein Aktivierungscode eingespielt wird und anschließend stehen, wenn da auch weitere Schutzmaßnahmen von Bedarf sind, die weiteren Schutzmodule von EgoSecure sofort zur Verfügung. Das heißt, momentan ist hier nur die zentrale Verwaltung von Avira Antivirus zu sehen gewesen. Aber sobald ich die Lizenz einspiele, habe ich dann auch beispielsweise unter den Produkteinstellungen weitere Schutzmaßnahmen, die EgoSecure anbietet, sofort parat, ohne dass ich weitere Installationen tätigen muss. Das wirkt sich auch sofort auf den Client aus und der Client hat dann auch sofort die weiteren Schutzmaßnahmen. Also somit haben Sie zum einen die zentrale Verwaltung von Avira Antivirus, zum anderen aber auch die Möglichkeit, dem Kunden weitere Schutzmaßnahmen bieten zu können über die gleiche Konsole und auch über den gleichen Client, der bereits schon installiert ist. Ja, das ist, wie gesagt, die zentrale Verwaltung von Avira Antivirus über die EgoSecure Konsole. Die Vorteile an der Stelle sind, dass Sie eine zentrale Verwaltung Ihrer Avira Antiviren Clients haben über Ihre Microsoft Active Directory, Novell eDirectory, Open LDAP-Umgebung oder auch für die ein oder anderen Workgroup-Umgebungen. Das heißt, EgoSecure bietet die Möglichkeit im Bereich der Synchronisation, dass Sie nicht nur eine Domäne auslesen können, sondern auch mehrere Domains in einer Umgebung abbilden können und diese dann zentral über die Management-Konsole, die Sie soeben gesehen haben, verwalten können. Das, wie gesagt, nicht nur für Active Directory, sondern wir unterstützen auch Novell eDirectory, Open LDAP und auch die Möglichkeit, dass Standalone-Rechner verwaltet werden können. Es gibt sogar die Möglichkeit, dass Sie Ihre Systeme, die in der Domäne sind, in der gleichen Umgebung auch verwalten können, wie die Systeme, die in Workgroups sind. Also auch die Kombination der Verwaltung von Active Directory Domains und entsprechenden Objekten in den Domänen und gleichermaßen auch Standalone-Rechner ist über eine zentrale Verwaltung und über eine Datenbank dann gewährleistet. Sie haben vorhin gesehen, es gibt die Möglichkeit, dass Sie eine einfache Remote-Installation, aber auch Deinstallation vornehmen können. Das heißt, Sie können auch in gewissen Maßen den Client auch deinstallieren, wenn das erforderlich sein sollte, über die Konsole. Sie sehen entsprechend die Übersicht und die Verwaltung der entsprechenden Lizenzinformationen, wie Sie vorhin im Beispiel der Managementkonsole gesehen haben. Auch ganz wichtig, E-Mail-Benachrichtigung und SNMP-Traps, nicht nur bei Virenfund, sondern auch bei anderen Aktivitäten. Es ist auch möglich, dass Sie verschiedene Konfigurationsprofile definieren können und dass Sie auch eine zentrale Report- und Analysemöglichkeit in der gleichen Konsolenoberfläche haben. Das heißt, Sie haben nicht mehrere Konsolen, Sie haben nicht mehrere Installationen, die Sie tätigen müssen für das Ausführen der Konsole an einem anderen Rechner. Ist keine weitere Installation erforderlich. Die ausführbare Datei der Managementkonsole kann auch an einem anderen Rechner dann verwendet werden. Das erleichtert natürlich auch die Administration enorm. Aber das sind nicht die einzigen Vorteile der zentralen Verwaltung von Avira Antivirus über EgoSecure, sondern wie erwähnt, Sie haben kein Web-Interface, müssen somit keine weiteren Installationen tätigen oder auch weitere IIS oder .NET-Installationen hinzufügen. Das ist eine, ja, wie eine Portable-App, eine Excel-Datei, eine ausführbare Datei als Konsole, die Sie dann auch von jedem Rechner ausführen können. Sie haben die rollenbasierte Administration, wie schon vorhin erwähnt.
eine intelligente Push-and-Pull-Kommunikation. Das heißt, wenn Sie eine gewisse Aktivität über die Konsole anstoßen, dann wird dies auch sofort am Client durchgeführt. Revisionssicher auch nach Basel II, Sarbanes-Oxley und PCI-Konformität. Das heißt, Sie haben in der Konsole auch die Möglichkeit, entsprechend der Aktivitäten der Administratoren nachvollziehen zu können. Aber auch das kann per Syslog-Integration oder auch per andere Schnittstellen an weitere Systeme, wie sie im Anwendungen übergeben werden. Und auch eine Multi-Domain- bzw. Multi-Workgroup-Fähigkeit, die ebenfalls über Mandantenfähigkeit an der Stelle für Managed Service Provider hier einen weiteren Vorteil mit sich bringt. Und an der Stelle möchte ich auch gerne das an Herrn Kröger, der Helmich IT Security, übergeben, dass er auch seine Erfahrung, die er über die letzten Wochen gesammelt hat, hier nun auch in dieser Runde kundtun kann. Dankeschön, Herr Döring, das mache ich gerne. Zunächst einmal, die Helmich IT Security GmbH ist ein langjähriger Partner von Avira. Somit sind wir relativ unvoreingenommen erstmal auf diese Konsole gegangen und haben uns das erstmal in aller Ruhe angeschaut. Was auf jeden Fall auffällt, das ist, wenn man jetzt das Management wechselt, von der AMC vielleicht noch kommt, dann ist es immer eine Veränderung und diese Veränderung, die wirkt immer etwas schwierig. Mit der Konsole, mit der Lösung ist es aber relativ einfach gemacht worden. Avira aus der Avira Management Konsole werden Sie das noch kennen, mit wenigen Klicks zum Ziel. Das ist halt auch so unsere Erfahrung gewesen, dass man das hier mit der Ego Secure Oberfläche ähnlich machen kann. Sie sehen oben die Reiter, die Möglichkeiten. Ich möchte eine Installationsaufgabe machen, dann kann ich mit ganz wenigen Klicks entsprechend ausführen, genauso wie das Thema Reporting und Berichte. Die andere Sache ist halt, dass ich halt auch im Gespräch mit den Kollegen erfahren habe, dass es jetzt nicht das erste Mal ist, dass man eine andere Anwendung entsprechend steuert. Das heißt, die haben auch entsprechend die Erfahrung, dass wie man damit umgeht. Was ich an der Stelle sehr spannend finde, ist halt, dass Avira ja selber sehr viele Schnittstellen mittlerweile anbietet und das sieht hier im Grunde aus wie aus einem Guss, obwohl es ja eigentlich zwei Produkte sind. Das Wesentliche, deswegen testen wir das entsprechend auch für unsere Kunden, ist halt die Überlegung, in welchen Umgebungen kann es funktionieren und in welchen Funktionen und welchen Möglichkeiten kann es eventuell Schwierigkeiten geben. Aber auch diese Sache, dass ich sowohl mit Domänen umgehen kann oder halt auch in der Workgroup-Umgebung, ist, denke ich, etwas, was auf jeden Fall als Plus ist. Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass das eine sehr stabile Lösung ist. Das haben wir in den Tests entsprechend gesehen und das ist auch ein Punkt, wie wir das entsprechend auch an unsere Kunden in Zukunft herantragen werden. Der Herr Döring hat ja vorhin mal kurz beim Thema Update gesagt, man kann dann auch den Avira Mirror angeben, um sich von dort Updates zu ziehen. Da möchte ich von der Avira-Seite aus noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Und zwar ist es so, dass ich habe hier mal gerade die aktuelle Dokumentation geshared. Ich hoffe, man kann es sehen. Es ist so, dass wir, ja, wunderbar. Es ist so, dass wir einen Avira Mirror, sprich einen Avira Update-Server lokal bereitstellen, der in der Lage ist, VDF und Produktupdates an Clients im lokalen Netzwerk zu verteilen. Oder besser gesagt, diese beziehen ihre Updates von diesem Avira Update-Server. Dem einen oder anderen ist ein ähnlicher Service vielleicht noch bekannt aus der AMC. Damals hieß dieses Produkt Avira Update Manager und ganz, ganz früher hieß es mal Internet Update Manager. Wir haben hier ein neues Produkt entwickelt, Avira Mirror. Entsprechend für die aktuellen Produktversionen der Version AV15. Und dieser Mirror kann soweit auch bereits heute eingesetzt werden, ohne Lizenz. Das heißt, fällt aus der Lizenzierung raus. Sie benötigen hier keine Business-Lizenz oder besser gesagt, es ist egal, welche Lizenz Sie hier einsetzen. Und diesen können Sie auch bald schon über unsere Website beziehen. Ich gehe davon aus, dass das noch diesen Monat, also die nächsten Tage, passieren wird. Und der Mirror kann hier einmal, ich zeige das hier einfach nur ganz schnell durch ein schnelles Durchscrollen einmal,
heruntergeladen und lokal mit ein paar Klicks auf Next, Next, Next installiert werden. Ich wähle die Pakete aus, die ich haben will, und dann läuft auch schon mein Avira Mirror lokal. Und dann muss ich im Endeffekt, nachdem der installiert ist, nur noch im Antivirenprodukt über die Konfiguration, das sehen wir hier einmal, ich mache da mal ein bisschen größer, muss ich über die Konfiguration lediglich noch angeben, dass man vom Avira Mirror updaten soll, und dann wird das soweit auch vorgenommen. Herr Döring, vielleicht können Sie da was dazu sagen, wie das dann mit EU Secure sein wird, weil es gibt ja einmal die Möglichkeit, diese Clients hier nur zu konfigurieren, und das zweite Thema ist ja die Konfiguration des Mirrors selbst, also ob diese beispielsweise sich Beta-Pakete ziehen soll oder Stable-Pakete, das ist ja auch alles nochmal konfigurabel. Genau, also diese Hinweise, inwieweit der Avira Mirror angebunden werden soll, was den Client anbelangt, den können Sie auch zukünftig über die Konfigurationsprofile von Ego Secure hinzufügen. Das heißt, Sie können dann sagen, okay, gibt es einen Avira Mirror, der beispielsweise bei mir im Netzwerk schon installiert ist? Wenn ja, wo befindet er sich? Und das können Sie über die Konfigurationsprofile dann auch an der Stelle direkt mitgeben. Sie sehen jetzt, so hoffe ich, dann den Bildschirm auch von meiner Seite her. Sie haben sich eventuell die Frage gestellt, wir haben die ganze Zeit über IT-Sicherheit gesprochen, wie wir da zusammenpassen. Es ist auch von zwei Produkten gesprochen worden. Sie haben eben auch in dem Referenzbericht gehört, man merkt dieses Zusammenspiel in dem Augenblick nicht, es ist schön ineinander integriert. Und wir sind Spezialist für das Thema Datensicherheit, möchten Datenverluste reduzieren beziehungsweise auch die Haftungsrisiken reduzieren. Und ein Schlagwort, das im Augenblick permanent durch die Presse geht, ist die EU-Datenschutzverordnung, dass da eben gewisse Maßnahmen umgesetzt werden müssen, und wir bieten Werkzeug, dort vieles dementsprechend umzusetzen. Wir sind ein deutscher Hersteller. Wir sitzen in der Nähe von Karlsruhe in Ettlingen im Albtal, und einfach 3-4 Worte. Wir haben ein Kaffeemanagement eingeführt, weil wir sagen, dieses Kaffeemanagement ist wichtig für die Sicherheit von den Daten. Es geht einmal darum, wirklich zu kontrollieren, wer hat Zugriff auf Daten, wer darf Daten auf externe Datenträger exportieren. Wir können, wenn Daten exportiert werden, wenn Daten über Schnittstellen gehen, können wir die Nachvollziehbarkeit der Datenwegen aufzeigen, können nachvollziehen, wohin Daten kopiert werden und von wem Daten kopiert wurden. Wir können in diesem Fall auch sagen, welche Daten dürfen überhaupt über eine Schnittstelle gehen. Es ist immer wieder diese Sache, dass ein USB-Stick mitgebracht wird und auf dem USB-Stick sich ein Virus befindet. Wenn man Filter setzt, keine ausführbare Dateien über die Schnittstellen zu transportieren, kann man dieses Risiko in dem Augenblick minimieren. Und das höchste Thema bei der Datensicherheit ist die Verschlüsselung. Wenn jemand Daten mit nach draußen nimmt, ob dort Firmengeheimnisse drauf sind oder personenbezogene Daten, USB-Stick geht verloren, sind die Daten darauf verschlüsselt, kommt in der Regel niemand an diese Daten ran. Zuletzt noch das Produktportfolio von uns. Wir haben zwei verschiedene Bereiche. Wir haben einmal Schutzmodule und wir haben zum anderen Analysewerkzeuge. Wir können hier sehr gezielt sagen, wer darf welche Schnittstellen verwenden, wer darf welche Geräte verwenden, wenn eine Cloud benutzt wird, welche Cloud darf benutzt werden. Und immer wieder ist auch ein Thema, wenn ein Rechner im LAN ist, keine zweite Verbindung aufzubauen. Aber wichtiger hier in dem Zusammenspiel ist auch zu sagen, welches WLAN oder welcher Hotspot ist denn überhaupt zulässig. Wir können filtern, welche Daten, wie schon gesagt, können über diese Schnittstellen gehen, können sagen, es dürfen nur PDF über die Schnittstellen gehen. Antivirus haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, das überspringe ich. Auch in den Zeiten der ganzen Ransomware ist auch eine Applikationskontrolle per Whitelisting bzw. Blacklisting sinnvollisiertes Whitelisting von Applikationen, dass man pro Gruppe eben sagt, in der Buchhaltung dürfen das Buchhaltungsprogramm Word, Excel, Outlook benutzt werden und alle anderen Anwendungen sollen gesperrt werden. Wir können von der Verschlüsselung her, haben wir zum einen eine Festplattenverschlüsselung, wo wir auch über eine Zwei-Wege
Authentifizierung sicherstellen können, dass wirklich der Benutzer nicht nur sich über das Passwort registriert, sondern eben auch über einen zweiten Faktor registriert, haben eine Festplattenverschlüsselung. Wir können externe Datenträger verschlüsseln, wenn Daten auf einen USB-Stick geschrieben werden. Ein USB-Stick geht mal schnell verloren. In dem Fall sind die Daten eben abgesichert. Wir können auch Daten auf lokalen Ordnern beziehungsweise auch Daten auf Netzwerkservern oder Daten in der Cloud verschlüsseln. Und wichtig ist heute bei den mobilen Arbeiten eben auch, dass wir eine App für Android- und Apple-Geräte haben, dass man Daten dort, die man verschlüsselt aus einer Cloud rauszieht, entschlüsseln kann und auch wieder verschlüsselt ablegen kann. Zu guter Letzt, was das Thema Verschlüsselung angeht, haben wir noch die Möglichkeit, haben wir noch eine Mail-Verschlüsselung, dass man eben auch per Mail sicher kommunizieren kann. Zum anderen sind die Analysewerkzeuge von uns da. Wir haben die Möglichkeit, den Datenfluss nachvollziehen. Wir können zum Beispiel sagen, welche Daten werden in Amerika abgezogen, beziehungsweise welche Daten werden jetzt vom Vertrieb abgezogen und können da eben sehen, sind kritische Daten dabei, sind keine kritischen Daten dabei. Auch lässt sich hiermit nachvollziehen, wenn Daten verloren gegangen sind, wer hat auf diese Daten zugegriffen und wer hat diese Daten denn bitte jetzt aus dem Netzwerk raus wegkopiert? Wir können auch nachvollziehen, welche Anwendungen laufen auf den Rechnern und welche Anwendungen versuchen, mit dem Internet Kontakt aufzunehmen, wo man auch die IP-Adresse sieht, wohin diese Daten gehen. Viele sagen dann, so eine Schutzmaßnahme ist extrem aufwendig, lässt sich bei uns sehr einfach umsetzen. Und dann ist ein zweites Argument, das in dem Zusammenspiel immer wieder kommt, wir brauchen die Schnittstellen. Wir müssen dort mal eine PowerPoint drüber ziehen, wir müssen eine PDF auf einen USB-Stick fürs externe Arbeiten mitnehmen. Über Intel Act haben wir auch die Möglichkeit, Schnittstellen dynamisch zu kontrollieren. Wir können sagen, 2 Dateien pro Tag sind zulässig, bei 4 Dateien eine Meldung an den Administrator und bei 6 Dateien sperren der Schnittstelle oder sogar runterfahren des Rechners. Das ist beliebig nach Ihren Vorgaben einstellbar. Und dann geht es auch immer wieder diese Frage, ja, wir möchten das nicht für jeden Benutzer oder Benutzergruppe festlegen. Wir können auch das Benutzerprofil hinterlegen und können mit Prozentwerten die definierten Regeln, die von Ihnen kommen, auch dementsprechend abbilden. Damit kann man eben den Datenverlust auch vorbeugen bzw. stark reduzieren. Es ist ein kurzer Überblick, wenn Sie die Konsole haben. Herr Döring hat es schon angesprochen, haben Sie 5 Testlizenzen von uns dabei, können Sie jederzeit gerne sich das Produkt anschauen, ist im Augenblick ein sehr aktuelles Thema auf dem Markt, wo für den einen oder anderen sicher auch interessant ist. Wunderbar. Dann Dankeschön zusammen, Ihnen einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss, ade.